Aber Schule fand ich immer scheiße. Ich habe es direkt geahnt. Ich habe sofort geahnt am ersten Tag. Ich habe nur geweint. Meine Eltern haben mich da abgesetzt und ich habe nur Tränen geweint. Und niemand wollte mich trösten. Niemand wollte mich trösten. Niemand hatte Verständnis. Die waren alle so, Jorik, das ist dein erster Tag in der Berufsschule. Du solltest eigentlich... Hey. Es geht. Hi. Ich bin Jorik. Schön, dass ich hier sein kann in Dresden. Komm direkt zur Sache. Ich komme ursprünglich ich komme gerade aus Hamburg, aber ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg. Ich komme von einem Bauernhof aus Norddeutschland. Und ich finde, dass ich auch genau danach aussehe. Also ich finde, ich sehe jetzt nicht so urban aus. Ich finde, man kann mich so angucken und schon auf den ersten Blick relativ klar sagen, dass ich irgendwann in meinem Leben mindestens schon mal Kontakt zu einer Schubkarre hatte. Also das ist so... Weil das geht irgendwann über in die Aura. Ja, auch ansonsten bin ich ein ganz facettenreicher Typ. Mit facettenreich meine ich, ich habe alles mal angefangen und wieder abgebrochen und jetzt kann ich alles so ein bisschen. Ich habe mich sehr chaotisch durch meinen Lebenslauf durchbewegt. Ein bisschen wie sich so ein Rasenmäherroboter über den Rasen bewegt. Also ich habe mich immer irgendwann für eine Richtung entschieden, bis es Widerstand gab. Also ich war so, okay, alles klar. Ich mach Abitur, ich probiere es mit Abitur. Oh, das wird hier überhaupt nichts. Okay, vielleicht versuche ich mein Talent als Musiker. Huhuhu. Das lassen wir lieber sofort sein. Zweiter Anlauf Abitur, ey. Ja. Nee, jetzt bin ich Comedian geworden. Ja. Ja, aber Schule fand ich immer scheiße. Ich habe es direkt geahnt. Ich habe sofort geahnt am ersten Tag. Ich habe nur geweint. Andere waren voll excited. Ne? Die waren so, oh, das ist so ein Start in einen neuen Lebensabschnitt. Ne? Aber meine Eltern haben mich da abgesetzt und ich habe nur Tränen geweint. Und niemand wollte mich trösten. Niemand wollte mich trösten. Niemand hatte Verständnis. Die waren alle so, Jorik, das ist dein erster Tag in der Berufsschule. Du solltest eigentlich... Ich will weder Beruf noch Schule. Albern und relatable, hey. Ja, es ist sehr dumm. Ich wohne jetzt in Hamburg. Das ist krass für mich, weil ich bin das nicht gewohnt. Das ist halt ein harter Kontrast. Ne? Man kommt so vom Bauernhof und ist dann in Hamburg in der Innenstadt. So, das ist halt, ich bin das nicht gewohnt, dass Kriminalität jetzt so die ganze Zeit um mich rum ist. Es ist einfach immer da. Es ist nie so ein bisschen oder so. Das ist einfach immer dauerpräsent. Also vorher kam ich halt aus der Haustür und da waren irgendwie so Kühe und... irgendwie ein Schmetterling flog an so einem Apfelbaum vorbei. Jetzt komme ich halt aus der Haustür und er ist so ein Typ, der so, hey, willst du Koks? So. Halt schon ein Riesenkontrast. So, ne? Und sind hier Leute vom Dorf, so ein bisschen? Also einmal klatschen. Ja. Ihr werdet das kennen, Kriminalität auf dem Dorf, das ist nicht immer. Nur manchmal. Das hat so einen Event-Charakter dadurch. Das ist ja, es ist halt spannend, ne? Weil man unterhält sich ja so, was so abgeht, ne? Was geht ab, nix, gut. Und dann es passiert ja ganz lange nichts. Und dann passiert einmal bei euch oder am Nachbarort das Schlimmste, was ihr je gehört habt. Und dann wieder nichts. Also, weißt du, man hat so 14 Jahre Ruhe und im 15. Jahr kommt so die Oma beim Kaffee trinken so: Hast du schon gehört, der Jürgen hat seine Frau zerhackt und gegessen? Willst du noch ein Stück Kuchen? Oder? Du weißt einfach nur so, okay, der Jürgen macht auf jeden Fall keine halben Sachen, Alter. Das ist ganz oder gar nicht Typ eher, ne? Nee, aber ich treffe jetzt viel so crazy people in Hamburg. Na, meistens in der U-Bahn, das ist ja so der Hotspot, ne? Bei euch die Tram wahrscheinlich. Oder nee, ihr habt auch U-Bahn. Oder so, weiß ich nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin in Maybach hergefahren, ich kam da. Nee, aber das ist ja irgendwie so der Hotspot von Verrückten. So manchmal ist man so in der U-Bahn und man macht da so sein Ding, ne? Nix, ne? Und manchmal gibt es diesen Moment, da steigt jemand ein und man sieht so, okay, der ist komplett wahnsinnig. Ne? Also manchmal kann man das sehen von außen. So am Schrittmuster oft.
einfach so, wie sie sich bewegen. Und beim letzten Mal war das so ein Typ, der hatte so eine Sonnenbrille auf, hat sich sofort vor mich gesetzt in den Vierer, hat auch sofort den Smalltalk übersprungen, was ich an sich immer sympathisch finde. Er ist sofort eingestiegen mit, warst du schon mal im Knast? Und ich so, nee. Und er so, ich war schon mal im Knast. Und ich so, warum? Und hat er nur so aus dem Fenster geguckt und war so, hm. Und ich weiß nicht, was eure Menschenkenntnis so sagt, aber meine sagt mir, dass das immer gar kein gutes Zeichen ist, wenn man jemanden was fragt und die antworten in einem Geräusch. Und dann hat er mich wieder angeguckt und war so, bewaffneter Raub. Ich bin in Karstadt rein mit einer Bazooka. Und ich so, als ob. Und er war, ja, war gelogen. Ich habe 3 Hosen geklaut, es gab Sozialstunden. Aber ich war mal im Knast wegen was anderem. Und dann habe ich nicht sofort geantwortet, weil ich war noch viel zu stolz darüber, dass ich den Bazooka-Bluff sofort gerochen habe. Also, war einfach geil. Weil ich habe so das Gefühl, wenn jemand in Karstadt reinläuft mit einer Bazooka, dann hätte man davon gehört. Also, es wäre irgendwie, also Stett, das muss ja das Extremste sein, was man so erleben kann. Ne? Man ist so völlig in Trance, so, S, M, XL. Da ist gar kein L da, oder? Und dann kommt jemand rein, so. Wo sind eure Hosen? Ich habe eine 36er Länge. Das macht mir extreme Probleme bei der Auswahl. Das kann nicht passieren. Und aber dann bin ich wieder eingestiegen. Da war ich so, okay, weil ich hatte das Gefühl, er wollte, dass ich nachfrage. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, warum warst du jetzt im Knast? Ne? Und er war dann so, ich habe Oliver Winkelmann umgebracht. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, weil ich wusste so, okay, das vor mir ist jetzt ein verurteilter Mörder. Und ich weiß nicht, wer Oliver Winkelmann ist. Und er hat es echt so gesagt, jetzt müsste ich wissen, wer Oliver Winkelmann ist. Und dann musste ich nachfragen. Ich so, okay, wer ist Oliver Winkelmann? Und dann hat er seine Sonnenbrille ausgezogen und war so, ich bin jetzt Oliver Winkelmann. Und ich will auch gar nicht auf seine Herkunft eingehen oder so, aber er war auf jeden Fall nicht Oliver Winkelmann. Also, das konnte ich sehen von außen. Und dann ist er gegangen und ich habe sofort gegoogelt, so, okay, Oliver Winkelmann Mord, Oliver Winkelmann tot, Oliver Winkelmann vermisst, Fragezeichen. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Dr. Oliver Winkelmann. Er hat eine Zahnarztpraxis in Essen. Und die war geschlossen. Und das muss nichts miteinander zu tun haben, aber kann. Ich fände es aber faul von ihm. Also versteht ihr, wenn man so sagt, so, ich töte den Typen und ich bin jetzt Oliver Winkelmann, dann geh den Weg auch zu Ende. Also dann zieh den Kittel an, mach die Praxis auf, so, du hast jetzt Pflicht. Vielen lieben Dank, das war's von mir. Mein Name ist Jurik. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Christine, ich bin vom Chaos Comedy Club. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann guckt doch hier nochmal weitere schöne Videos. Und am besten, ihr Lieben, abonniert ihr heute noch den Kanal, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Dankeschön.